Cash Extra. Branchengipfel Sachwertanlagen. Das Experteninterview. Heute sprechen wir im Rahmen der Interviews zum Cash-Branchengipfel mit Sabine Spohr. Sie ist Director Retail Funding bei HEP Global und uns aus Güglingen zugeschaltet. Hallo Frau Spohr, viele Grüße nach Güglingen. Hallo Herr Löber, viele Grüße nach Hamburg. Danke, dass ich da sein darf. Frau Spohr, auf dem Branchengipfel haben wir ja unter anderem darüber gesprochen, dass die Zinsen gestiegen sind und das vor allen Dingen auf dem Immobilienmarkt auch zu fallenden Preisen führt, aber auch zu besseren Einstiegskonditionen für neue Investitionen. Wie stellt sich die Lage bei Ihnen da bei den Solarprojekten? Ja, also im Bereich der Photovoltaik haben sich natürlich die Modulpreise sehr, sehr stark nach unten entwickelt. Und gleichzeitig sehen wir aber eben auch, dass die Preise sich in den Stromabnahmeverträgen deutlich steigen. Und dadurch können wir einfach sagen, haben wir einen sehr positiven Effekt in unseren Projekten. Sie sind ja seit einiger Zeit im Schwerpunkt USA tätig. Warum sehen Sie dort besonders gute Perspektiven? Ja, also im Grunde genommen ist es so, dass wir unsere jährliche Solarenergieproduktion aktuell bei 1,3 Gigawatt haben und wir sehen uns eben als einen globalen Akteur mit Schwerpunkt auf Nordamerika. Und ja, in den letzten 15 Jahren ist es uns tatsächlich gelungen, 1,8 Gigawatt zu entwickeln. Das ist ungefähr so viel wie 2 Kernkraftblöcke. Und derzeit befinden wir uns in einer weiteren Entwicklungsphase von rund 5,9 Gigawatt Solarenergie. Und wir bevorzugen halt einfach langfristige Stromabnahmeverträge mit Dritten, also sogenannte Power Purchase Agreements. Und diese haben sich eben im Ausland und speziell in den USA schon viel, viel früher etabliert als in Deutschland. Sie sind aber ja nicht nur in den USA aktiv. Welche anderen Länder haben Sie derzeit oder planen Sie auch konkret mit Projekten? Ja, wir haben Europa schon längerfristig wieder fest im Visier. Und wir haben ja eben auch, wie ich gerade schon erwähnt habe, eine ziemlich große Pipeline von 5,9 Gigawatt. Das zeigt eben, dass wir da sehr aktiv sind. Davon entfallen aktuell tatsächlich 1,3 Gigawatt Peak rein auf Deutschland und 100 Megawatt auf Polen beispielsweise, wo wir erst in diesem Jahr einen Markteintritt lanciert haben. Wir sind also jetzt schon dabei, unsere Pipeline noch viel, viel stärker zu diversifizieren. Und geografisch liegt unser Fokus eben neben dem europäischen Raum, insbesondere halt eben jetzt, wie ich gerade erwähnt habe, Deutschland und Polen, aber eben auch weitere Länder wie Benelux und eben den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan. Die Projekte können sich dann halt in den verschiedenen Phasen, Entwicklungsphasen befinden. Und da bewegen wir uns meistens in der Größenordnung von 0,3 Megawatt Peak bis 100 Megawatt Peak. Vor einiger Zeit war ja noch relativ viel auch zu lesen von Materialmangel und Lieferengpässen und dergleichen. Nun hatten Sie gerade schon gesagt, die Modulpreise sind gefallen. Welche Konsequenzen haben Sie jetzt aus diesem früheren vielleicht Materialmangel gezogen und wie hat sich die Sache entwickelt? Ja, genau. Also aktuell muss man sagen, besteht jetzt nicht mehr dieser extreme Kostendruck, wie wir den eben noch im Vorjahr hatten. Gerade als zur Jahresmitte, sage ich mal, der Höhepunkt der Preise bei Solarmodulen erreicht wurde. Mittlerweile sind die Komponenten wieder deutlich günstiger und auch immer leistungsfähiger, wie ich auch schon erwähnt habe. Und zwar hat die Inflation etwas zugenommen, doch in Summe muss man sagen, ist die Situation für uns sehr, sehr gut überschaubar und auch beherrschbar. Und eben auch aufgrund der Erfahrungen, die wir aus dem vergangenen Jahr gemacht haben, so dass wir beispielsweise eben auch schon viel früher einkaufen können und dementsprechend uns da viel sehr früher halt drauf vorbereiten. Auf dem Branchengipfel haben wir auch nicht nur über die Fremdkapitalzinsen gesprochen, sondern auch die Guthabenzinsen, die ja mit einiger Verzögerung jetzt auch von den Banken seit diesem Frühjahr wieder auch an die Kunden weitergegeben werden und dadurch sinkt ja der oder verringert sich der Renditeabstand von Sachwertanlagen zu den Festgeldzinsen.
Wie bzw. mit welchen Argumenten reagieren Sie und Ihr Vertrieb darauf? Gut, man muss natürlich auch grundsätzlich sagen, also unser aktueller Publikums-AIF hat eine prognostizierte Rendite von 5% bei einer Laufzeit von etwas mehr als 5 Jahren. Tatsächlich liegt die Rendite aber eher bei 6% pro Jahr. Wir haben halt einfach festgestellt, dass man auch sagen muss, wir sagen so schön, die Welt ist jetzt wieder ein bisschen normal, ne? Weil Spreads zwischen 1 und 2%, das ist eher die Normalität und eben nicht 4 bis 5% wie noch vor 2 Jahren. Am Ende des Tages gibt es natürlich verschiedene Anlageentscheidungen und verschiedene Mischungen. Und wir sagen halt einfach, da gehört nun mal grundsätzlich ein Anteil Sachwerte dazu oder eben auch erneuerbare Energien. Und das ist halt ganz klar unser Fokus. Wir stehen für erneuerbare Energien und als Sachwert und dementsprechend ist es einfach auch als Beimischung immer durchaus noch sehr gefragt. Vielleicht zum Schluss nochmal in aller Kürze, wie ist Ihr Ausblick für 2024? Also sowohl vielleicht was Ihre Branche angeht, aber auch Ihre konkrete Produktplanung. Ja, also wie gesagt, wie ich jetzt gerade auch schon erwähnt habe, Photovoltaik oder eben erneuerbare Energien verfügen aktuell über das beste Chancen-Risikoprofil. Wir haben hier subventionsunabhängige Wettbewerbsfähigkeit und die Photovoltaik ist halt einfach eine wesentliche Rolle bei der Energiewende, spielt sie. Und wir sehen halt einfach in den kommenden Jahren als HEP Globalgruppe, dass wir unsere Marktstellung gerade in diesen Kernländern, die ich erwähnt habe, wo wir sind, also einmal Nordamerika, Kanada, aber eben auch Europa, die wollen wir weiter stärken. Und das natürlich einmal mit Hilfe unserer Pipeline, die wir haben, aber eben halt eventuell auch durch weitere Akquisitionen und Übernahme kleiner Projektentwickler mit einer bereits vorhandenen Pipeline. Ja, gleichzeitig schauen wir natürlich auch, was es weiterhin am Markt gibt. Das heißt, wir schauen, welche innovativen Konzepte oder PPAs beispielsweise können wir übernehmen und das vielleicht auch in Europa zukunftsfähig machen. Neben dem privaten Kapitalmarkt, also im Grunde muss man sagen, 70% unserer Kunden finden sich hier wieder, bieten wir eben unseren Anlegern auch die Möglichkeit, sage ich mal, neu in Anleihen zu investieren, da wir unsere Projektentwicklungsfonds nicht mehr auflegen. Und so haben wir halt im Grunde genommen mehrere Möglichkeiten, die wir anbieten. Dieser strategische Wechsel halt eben zu dieser festen Verzinsung hin reduziert so ein bisschen das Risikoprofil für unsere Anleger. Denn eben statt einer erfolgsabhängigen Beteiligung, die man halt eben aus den Projektentwicklungsfonds gewöhnt ist, bieten wir halt eben nun eine konstante Ertragsrate an. Unser aktueller Publikums-AIF, den ich vorhin schon erwähnt habe, der befindet sich weiterhin im Vertrieb und bietet natürlich dann dementsprechend unseren Kunden eine unternehmerische Beteiligung in eben Solarparks und Sachwerte. Und mit dem HEP Green Bond, den wir aktuell haben, bieten wir halt eben die Möglichkeit, in die Frühphase der Projektentwicklung zu investieren. Und des Weiteren bieten wir ab Januar 2024 einen Spezial-AIF für semiprofessionelle oder institutionelle Investoren an. Und das wird ein spezieller Single-Asset-Fonds sein. Okay, Frau Spohr, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen, Herr Löfer. Sie sahen Cash Extra. Branchengipfel Sachwertanlagen. Das Experteninterview.